Wenn du dir jetzt die Frage stellst, weil du eine Herausforderung hast oder ein Problem damit, wie andere Menschen darüber denken könnten, weil du dir das nicht vorstellen kannst, dass das andere Menschen interessiert oder dass die da negativ aufgestoßen werden oder dergleichen, dass da irgendwie etwas bei dir dann problembehaftet wird. Das ist eine Situation, da musst du im Grunde genommen, wenn du gut bist, gar nicht drüber nachdenken. Weil wie andere Menschen darüber denken, das denkst persönlich nur du. Keiner ist eigentlich daran interessiert, dass es dir persönlich schlecht geht. Es sei denn, du sagst dir jetzt im Inneren, nee, der findet das aber nicht gut. Oder du findest meine Videos als Beispiel nicht gut oder dergleichen. Das ist vielleicht von deinem persönlichen Eindruck her so. Aber in Wirklichkeit interessiert das fast 100% der Menschen da draußen nicht. Weil die ganz genau wissen, klar, das könnte mir jetzt peinlich vorkommen oder ich habe irgendwelche Berührungsängste oder dergleichen. Aber das hast du immer, wenn du mit einer Geschichte zum ersten Mal anfängst. Und wenn du das zwei, dreimal gemacht hast, dann stellst du dir diese Fragen gar nicht mehr. Du machst es einfach. Und das ist wirklich das Schöne. Diese Erleuchtung bekommst du automatisch, wenn du Dinge immer und immer wieder machst. Aber nicht, wenn du dir einredest, nö, ich lasse es mal lieber sein. Was denken denn andere Menschen von mir? Mach's einfach und du wirst sehen, das ist die wirkliche, bedeutsame Lösung für all deine Aneinanderreibungen, die du so hast. In diesem Sinne, denk daran und bis dann.